ich soll, hä? Ist sich der feine Herr zu doof? Guck, ich guck schon immer falsch, wenn ich das mache. Ich guck immer aufs Display, weil ich mich so geil finde. Ja, das stimmt, du siehst immer dich, ja? Das ist, ich moderiere quasi nur mit mir. Ja, nee, wir fangen mal an. Heute ein großes eine Stunde mit einem Spiel, wo ja einiges gefordert haben, zu Recht auch. Und zwar Uncharted 3, Drake's Deception. Yeah! Und wir haben die einzigen Ernsten. Na gut, der Fabian ist auch einer, aber nee, den gehen wir ein. Wir haben die zwei ehrlichen, ernsten Drake-Fans hier in der Redaktion versammelt. Ja. Mehr gibt's nicht. Fabian ist kein Drake-Fan. Wir hatten eine hitzige Debatte, was besser ist, Assassin's Creed oder Uncharted. Und er hat Uncharted voll in den Dreck gezogen. Allein bei Assassin's Creed dann überhaupt, also da ist ja klar, wir hatten von hier unseren Tonmann, kein Hardcore-Gamer, hat Assassin's Creed, ich glaube, den zweiten Teil gespielt und ist eingeschlafen währenddessen. Siehste? Und das ist, also gibt es noch ein eindeutigeres Zeichen für ein Spiel, was offensichtlich dann doch nicht so casual-freundlich ist, wie man immer hört. Mhm. Nur die Ausrede. Ja, mir geht es auch viel weniger darum, jetzt Assassin's Creed zu dissen, als vielmehr Uncharted gut aussehen zu lassen, weil ich liebe dieses Spiel. Ich liebe und es liebt dich auch. Ich liebe es, es ist Liebe. Du hast ja schon gespielt, das gleiche wie bei Batman. Ich habe noch gar nicht gezockt, weil ich kriege ja nie hier irgendwas. Deswegen fange ich an zu spielen, weil wenn es schwierig wird, kann ich es dann dir geben. Und dann genau, wir haben ja bei Batman auch in den Comments durchaus mitgekriegt, dass das nur zu meinem Besten ist, wenn ich nicht spiele. Ist das so? Weil dann, also wenn ich spiele, spiele ich scheiße. So laut Comments. Wenn ich nicht spiele, rede ich und dann rede ich scheiße. Also es ist eigentlich nahezu Lose-Lose-Situation. Lose-Lose-Situation. Wir machen das, ne? Ja. Nicht richtig, ja? Kampagne, neues Spiel. Genau, wir fangen natürlich an. Ich habe, muss ich zugeben, schon drei Akte, sprich Kapitel gespielt und ich bin derbe begeistert, auch wenn ich sagen muss, Uncharted 2 war schon so an der Grenze der Perfektion einfach. Ja. Dass im Grunde sich jetzt nur so, es hat sich die Tonart geändert. Das ist ein anderes Spiel als 2, mit ein bisschen einem anderen Pacing und so, so wie man es auch von einem Spiel eigentlich erwartet, dass es einfach nicht den zweiten kopiert, sondern anders ist. Aber es ist nicht besser, weil es geht auch nicht mehr viel besser. Es sind ähnliche Action-Einlagen drin, es sind ähnliche Balle-Einlagen, wobei da zum Beispiel Fabian heute im Auto meinte, ihm gefallen die Balle-Einlagen nicht so, sie sind ein bisschen zu schwammig. Habe ich auch ein paar Mal gelesen, dass die Steuerung schwammiger wäre. Ich muss dazu sagen, ich fand das jetzt nicht so, aber es gibt ja immer Leute, die das genauer sehen vielleicht. Also ja, es ist im Grunde dasselbe. Es ist einfach ich nur bin sehr besser. Gespannt, aber das stimmt wirklich, der zweite Teil hat die Latte extrem hochgelegt und es war ja natürlich ein gespielter Actionfilm, aber ich fand trotzdem die Story und auch so die Zwischensequenzen echt gut gemacht und diese Beziehung, es gibt ja zwei Frauen. In zwei gab es zwei Frauen. Dunkelhaarige und eine Blonde. Und wie man den beiden begegnet und wie sich das dann so aufbaut und wie er sich entscheidet. Er könnte sie beide haben, genau, wollen. Er könnte sie alle haben, zu gleichzeitig. Ja. Eigentlich Nathan Drake ist eigentlich cool genug, um sie gleichzeitig zu haben. Aber er ist auch korrekt genug, um... Oh, wir reden ins Intro. Oh, Nils, immer musst du ins Intro reden. Ich hab's dir doch gesagt. Sonst hate ich dich. Sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Der wird doch wieder beschissen. Wie immer. Es ist alles da.
Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentlemen. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Tutorial! Ja, dann geht's los. Geil, hä? Schöner Anfang auch schon wieder. Ja. Es fängt so an, finde ich, wie ein Indiana Jones Film. Klar, ist ja irgendwie logisch. Aber allein der, hier der dritte, der ja auch so ein bisschen anfängt mit Drake, als Jugendlicher. Mit Drake. Mit Indiana Jones natürlich. Ja. Das ist im Prinzip des Filmemachens, was wir hier auch noch erleben werden. So viel kann ich schon mal teasen. So ein bisschen die Rückblicke. Bist du zu beschäftigt? Kannst du nicht reden? Ja, sorry. Einen Knopf drücken, ist eine eindeutige Überforderung. Ich muss dir Sully helfen. Ich hör dir aber zu Indiana Jones, war ein Junge, und dann kam die Schlangengrube. Nein. Oh nein, jetzt hab ich nicht aufgefasst. Eigentlich ist er in diesen Zirkuszug gefallen. Weißt du, in so eine Schlange. Ja, und da war doch die Schlangengrube in dem Zirkuswagen. Das ist ja doch in diesen Schlangenabteil gefallen. In das Schlangenabteil. Abteilung Schlangen. Ja, aber du machst das ja alles super. Die Kopas. So. Entschuldigung, ja genau. Das finde ich gut, dass man auch direkt hier prügeln kann und nicht. Komm her, mein Freund. Da muss ja alles auch ein bisschen erstmal erklärt werden. Ja. Ich finde es auch gut, dass man prügelt. Es wird mir zu viel geschossen in der Uncharted-Serie. An Orten, wo man eigentlich jemanden verhauen könnte. Oh, was ist das? Ey, das ist so cool, wie das. Man, das sieht eigentlich noch aus wie Intro oder die Zwischensequenz. Und auf einmal. Oh nein, das will ich nicht. Auf einmal hat man den Stuhl in der Hand und man schlägt zu, aber das sieht so aus, als wenn man nicht schlagen kann, weil es vielleicht sieht es einfach so gut aus, dass man. Ja, die Cutscene-Grafik ist einfach saugeil und sieht halt im Grunde ist die Engine, ist halt wirklich die Spielgrafik. Um einen Gegner in der Nähe zu werfen, drücken Sie, während Sie in die gewünschte Richtung drücken. Also Kreis drücken, dann eine Richtung. Oder eigentlich eher gleichzeitig natürlich. Es funktioniert übrigens echt gut, also du kannst die ganzen Gegenstände, Items, kannst du alles benutzen, kannst du Leuten über die Birne zwiebeln. Und ja, genau so. Oh, nice. Und das ist echt cool gemacht. Also, das ist mal eine Barprügelei, wie ich es mir wünsche. Nice. Man muss dazu sagen, man kann ja ruhig mal ein bisschen, während du haust, ja, so ein bisschen den Hype schüren. 3,8 Millionen haben wir extra eben nachgeguckt. 3,8 Millionen Einheiten am ersten Tag verkauft. Für ein Spiel, was nur auf einer Konsole rauskommt, ist das natürlich eine Menge. Ja, eben. Das kann man gar nicht so. Zum Vergleich, was hatte Call of Duty? 9 Millionen. Und das ist halt Multiplattform. Ne? Wahrscheinlich auch sogar PC mitgerechnet. Genau, 9 Millionen für alle Plattformen. Ja. Und 3,8 für alle PS3s. Das heißt, wahrscheinlich jede zweite PS3 hat das Spiel. Und das ist völlig zu Recht. Absolut zu Recht. Geile Serie, mit die beste Serie eigentlich auf der PS3. Und da gibt es ja auch schon eine Menge exklusiver Serien, die alle auch gut sind. Aber Uncharted ist einfach geil. Wird ja auch in Japan wird ja Werbung gemacht mit Harrison Ford, wie er Uncharted spielt. Ja, genau. Was Alter, wie? Oh nein. Auch wenn es ein Spiel ist. In Filmen finde ich es auch eklig. Ja. Leute, die mit dem Gesicht an der Klorinne. Aber guck mal, jetzt wird toll. Ich will hier irgendwas haben. Oh, das war so klar. Hast du gut gemacht.
kann gar nicht, ich kann nicht reden, weil ich so in der Action gerade bin. Ey, das tut richtig weh, wie er den verhaut. Ja, und ey, aber das geht wahrscheinlich noch weiter. Aber guck, er hat doch gar keine Chance. Das sieht so gut aus. Ja, siehst du, so muss es sein. Yeah. Ins Klo. Pam, 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 pam! Jetzt hat er die Schnauze voll. Ja, haha! Würfelt jetzt auch nach Pipi. Oh. Nein, ich muss jetzt mal wieder Kreis gehen. Nein, oh nein, nächstes Klo. Und jetzt, geil. Wie sich der Mund verformt. Ne? Ja. Slow Motion auf der Fresse. Oh. Und Deckel drauf. Das hat mir sehr gut gefallen. Ey, das ist einfach gut. Jetzt, wie gesagt, diese Bewegung, das ist so flüssig, wie er sich bewegt, dass das Spiel automatisch dann so torkelt und das wirkt, das ist ein interaktives Intro. Er hat auch Style. Also er hat irgendwie einfach, keine Ahnung, es ist wirklich an allen Stellen gut. Allein diese Glatzköpfe hier und so, die Feinde sind irgendwie auch Feinde, die ich gerne verprügel. Ja, die sind echt... Und nimm doch den... Ja, geht nicht mehr. Ich hätte gerne mal so gesehen, wie du hier so eine Bratpfanne nimmst. Ja, versuch das mal. Nimm mal die Bratpfanne und drück den Aktionsknopf. Ich glaube Kasten, oder? Kreis? Ich bin mir nicht sicher. Du kannst auf jeden Fall, oder Dreieck, irgendeinen Button gibt's, um diese Items zu benutzen. Aber das geht auch nur, wenn er in der Nähe ist. Ja, okay. Ich muss Sully retten. Kontextsensitiv ist das Schlagwort. Apropos Schlagwort. Komm her, mein Freund. Na? Ja! Hey! In den Ofen reingegeben. Ja, ohne Scheiß. Nice. Wahrscheinlich kann man also in verschiedenen Ecken hier in der Küche noch so Sachen benutzen, ne? Immer wieder, ja. Also ich meine, das war jetzt nicht nur der... Ups. Wolltest du wieder reinbringen? Mist. Oh, verdammt. Oh. Du wolltest einfach mal. Ja. Durch den Lauf der Geschichte ändern. Das war eklig, ey. Komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Das ist so eine Rolle für Jason Statham. Ja, ist doch von merkwürdig, dass. Nicht. Der klingt im Englischen auch ein bisschen anders als mir jetzt. Wobei ich die deutsche Synchro immer gut fand bei Die ist auch okay. Die ist aber okay. Die Nebencharaktere sind nicht so gut. Aber es reicht immer noch. Ich zeig nicht, das ist unsere Blonde. Dann dreh ich durch. Nee. Hallo, Victor. Kate. Ja, die Schrumpelalte. Immer noch in der Gosse. Mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. Das ist irgendwie so Wizard of Oz. Ich dachte erst im Moment auf Zucker. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nee, ich glaube, das meint er nicht. Ich glaube, das recht. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Oh. Vater! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Jetzt bräuchte man diesen Defibrillator. Aus Rage. Ha, jetzt bin ich mal gespannt. Ich war da zum ersten Mal ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Du nicht? Ich war gerade schon geschockt, als sie mich umgebracht haben. Ja, das meine ich ja. Da war ich das erste Mal geschockt. Ja. Und jetzt gleich kommt das zweite Mal. Alter. Das ist ja sau cool. Jetzt weiß ich auch, was du mit Indiana Jones meinst. Ja, mein Problem ist, ich kann meine Fresse einfach vorher nicht halten. Aber auch, ja, er hat auch die Tasche, die Klammer. Also, es könnte auch ein junger Indie sein. Weißt du, sagst einfach irgendwie... Aber er sieht hier schon frecher aus. Indy ist ja eigentlich ein belesener, intelligenter Kerl, der auf das Abenteuer steht. Genau. Und immer für die gute Sache. Aber er war halt schon damals einfach ein Dieb. Ein kleiner, dreckiger Sack. Ey, die Inszenierung, das ist einfach... Guck dir das mal an, wie das inszeniert ist. Das ist einfach geil.
Kann man übrigens, während du hier rumsuchst, und es geht ja um unter anderem um Drake, den Piraten. War doch ein Pirat, oder? War doch ein Pirat? Francis Drake, ja. Francis Drake. Der wurde ja jetzt, finde ich übrigens super lustig, passend zu Uncharted 3 wurden alte Piratenschiffe, die auf dem Grund des Meeres liegen, gefunden. Mhm. Von Sir Francis Drake, wo man echt denken kann, Alter, da hat Sony aber die PR so einiges kosten lassen. Ja. Es ist, glaube ich, einfach nur enorm ein lustiges Timing, aber das Teil 1 wird im Grunde jetzt vorweggenommen, weil sie in echt diese Dinger gefunden haben. Das ist super geil. Ich habe es auch gelesen irgendwo auf Spiegel.de oder so, da musst du auch original dran denken. Das muss man sich mal reinziehen. Ja. Guten Tag, kann ich den verbringen? Ich kannte wirklich, also einen Sir Francis Drake kannte ich vor Uncharted nicht und den gibt es scheinbar wirklich, ja. Der goldene Hint, also das sind diese Helikopter, gell, diese russischen Hint. Ah, okay, wusste nicht. Ich dachte, das wäre ein Hinweis auf Englisch. So kommt es Deutsch. Nein, ich meine, geil. Ich mache einem nur Spaß. Ich bin nicht irgendwie fähig, sorry. Naja, ein Hint ist doch klar, dass sie keinen russischen Helikopter hatten damals in dem 16. Jahrhundert. Ach so, das Schiff hieß die Hint, oder was? Weiß ich nicht, da stand einfach Hint. Ja, da steht The Golden Hint, du hast recht. Das habe ich nicht. Okay, ich hatte kurz gedacht, das ist was anderes. Wir haben aneinander vorbeigeredet, wir passen einfach nicht gut zusammen. Wir passen einfach nicht zusammen. Naja. Aber guck doch mal, wie gut das ist. Das ist einfach gut. Ich bin genauso begeistert gewesen wie du. Ich habe mir auch alles angeguckt und auch immer gesucht und so. Hä? Wo will er eigentlich hin? Was sucht er eigentlich? Das Schlimme ist, also, wir haben jetzt hier nicht so laut Ton, deswegen verstehen wir nicht jeden Hinweis. Wenn ich jetzt irgendwas Doofes mache, will ich das im Vorfeld entschuldigen, weil ich nur... Nein, jetzt biederst du dich aber ganz schön bei der dummen Community an, ich hab einfach so Angst, dass die aufschreien, wenn ich nicht spielen ist kann, wie bei dir. Wir brauchen nicht erklären, jeder normale Mensch, der so einen Job schon mal gemacht hat, kann sich denken, dass man nicht jeden Hinweis mitkriegt, wenn man keinen Ton hat. Und dass, wenn man Ton hat, man das nicht aufnehmen kann. ist eigentlich logisch. Ja. Ah, hier ein irakischer Polizist. Guten Tag, mein Name ist Sir Francis Drake. Ich heiße wie der berühmte Pirat, der hier ausgestellt ist. Kann ich alles mitnehmen? Kann ich hier durch mich prügeln? Nein. Ich will nicht immer auf Select drücken. Ich muss wahrscheinlich jetzt irgendwas abgleichen. Das ist auch so typisch für Francis Drake. Darum geht's doch. Eine von den Vitrinen muss es sein. So, also da ist nämlich die Galionsfigur, ist diese Gazellenfigur, Kötersau. Die habe ich doch wahrscheinlich noch nicht gesehen. Du bist aber beim falschen Hinweis. Ich will dich ja echt nicht spoilern, aber bringt ja auch nichts, wenn ich dich ins Leere laufen lasse. Nee, das ist ja auch albern. Was soll denn das? Machen wir weiter. Weiter geht's auch nicht mehr. Doch, geht auch noch weiter. Ah, okay, das sieht man aber, die Krönung von Tenochtitl auf der sibirischen Halbinsel Slum. Und wie weit muss ich denn noch? Ja, blätter doch einfach mal durch. Na, nix. Ist vorbei. Nein, es gibt auch keinen Hinweis hier. Du hast mich einfach in die falsche Fährte gelockt. Naja, es gibt vielleicht irgendwo eins von diesen Bildern, ist dann ein Hinweis, aber eigentlich kannst du dir einfach nur alles angucken. Ein Big Daddy. Habe ich auch direkt gedacht. Ist geil, gell? Wie diese Tiefsee-Tauchdinger früher aussahen. Das ist einfach nur geil. Das ist wie Science-Fiction pur eigentlich, wie das damals aussah, oder? Diese runden Formen mit diesen kleinen Löchern, voll alienmäßig. Ha! Ich hab was gefunden. Ich mach ein bisschen lauter mal. Ja. Da ist der Ring. Ah, ich verstehe, was dir jetzt passiert. Ach, Mist. Ah, da ist Sully, guck mal. Ein junger, knackiger Sully. Das war doof, ein Gedanke. Dass sie auch immer zum gleichen Zeitpunkt auf die Idee kommen, diese Diebe. Ich fand's irgendwie cool. Ich konnte mir Sully nicht so richtig, wie er als junger Kerl ist, vorstellen. Für mich war der immer alt. Mhm, so wie mit Omas. Aber... Also, bis auf die Rotzbremse sieht der echt aus wie so ein schmucker Kerl. Aber auch ein bisschen schmierig. Ja, der ist ja auch ein Dieb. Geschickt. Ach, wat. Der hat doch gar nichts gemacht. Was hat er denn gemacht? Wie? Die können es doch nicht einfach in den Kerker schmeißen. Nee, ich glaube, die schmeißen dich nur raus. So. Aber warum?
Warum? Hast du nichts gemacht, oder? Habe ich jetzt was verpasst? Die behandeln uns halt, weil wir Ausländer sind. Schmeißen sie uns einfach mal raus. Oh, da ist der ja. Da ist er. Sully, ich bin her. Nochmal. Renntaste ein. Ah, oh, super. Sieht super aus. Ich muss dranbleiben. Grafisch ist es das absolute Brett. Man kann jedes Mal da noch Kantenglättung drauf. Und es ist einfach der Hammer. Die Animationen sind so super. Die Schatten. Jetzt gehe ich gleich wieder. Drücken vor allen Dingen, es läuft super flüssig. Die ganze Zeit, egal wie viel Action gerade drin ist. Für meinen Tick ein bisschen zu viel Geballer vielleicht. Aber ansonsten ist das ein Adrenalin-Rush nach dem nächsten. Ey, das ist. Ja, ich erinnere mich, oh, wie geil. Das war natürlich geskriptet. Aber das war im zweiten Teil auch so, dass du halt dieser Tempowechsel aus Feuergefechten, dann einer coolen Zwischensequenz und dann wieder einer ruhigeren Spielsequenz, das war perfekt dosiert einfach. Man hat nie gedacht, es ist mir jetzt zu viel von irgendwas. Ja, und endlich mal auch sinnvolle Dialoge. Ja. Sachen, wo man einfach gerne zuhört, weil sie die Charaktere weiterbringen. Und weil sie nicht einfach nur das Klischee noch verstärken, was man ohnehin schon von den Charakteren hat. Siehe Gears of War, Battlefield, Modern Warfare, I don't fucking care, was noch alles. Wo ist der hin? Hier sind es wirklich Charaktere, denen man, wo man wissen will, was die machen. So den Tag über. Ja. Weißt du, Nathan Drake willst du auch mal jung sehen. Also man fragt sich immer so, wie war der wohl jung, ja? Ja. Ey, das ist ein super Auftakt, das gefällt mir direkt. Schön gleich in die Action geschmissen. Ich meine, man hat das schon erwartet natürlich, aber das hat man nicht erwartet. Wo er wohin will? Ach, ist auch schön. Ich kann nur sagen, also wirklich, ich wäre gerne auch, ich wäre gerne in dieser Freundschaft mit drin. Ich wäre gerne mit beiden befreundet, ja. Weil man jetzt schon so merkt, so, die kennen sich halt schon lange. So, weißt du, so, er ist wirklich der Ersatzvater im Grunde für Nathan, was man ja eigentlich bisher immer nur so annimmt. Oder was mal gesagt wurde, aber was man halt nicht wirklich weiß. Und ich wäre gerne ein Kumpel von denen. Ich habe nur Scheißkumpels. Wirklich, ich habe hier alle Leute, die ich kenne, sind wirklich Arschgeigen. Ich würde gerne mal einen echten Freund haben. Oder was? Das liegt an allen anderen. Das liegt an den 6,99999 Milliarden Menschen auf der Welt. Was soll ich machen? Verschlossen. Dann gehe ich mal durchs Fenster, oder? Ich betätige diesen roten Knopf. Sieht aus, als will er nach oben. Ah, ich muss einen anderen Weg da hoch. Wir wollen auch nach oben, also springen wir doch. Was war nochmal die Sprungtaste? Das. Ah. Na, noch weiter nach oben. Ah, hier siehst du, das ist ein Schlüsseldienst. Kann es sein, dass er mit diesem einen Ding quasi das Schloss abgemustert hat und das jetzt nachmachen lässt? Verstehst okay, du? Ja, oder ich dachte, er hat es aufgeschlossen. Ich dachte nämlich auch, er hat es aufgeschlossen. Aber das kann sein, dass er einen Abdruck genommen hat. Ja, klar, es kann sein. Die Kletterpassagen sind natürlich immer sehr linear. Schon immer gewesen bei Uncharted und das, ich meine, man kann nicht so viel verkehrt machen, das sei denn, man ist gerade so doof wie ich, aber... Ich habe aber gemerkt, dass man manchmal eher so nicht weiß, wo man jetzt hinklettern soll und das so Teil der Herausforderung ist, aber schwer sind sie nicht, nee. Ah, hier sind Rot, aber warte mal, was noch kommt, also da, ich will nicht spoilern, aber es waren echt Sachen, wo ich mehrfach gestorben bin, vielleicht, weil ich unfähig bin, aber sicher auch, weil man gerne mal so den Spieler verarscht, so ein bisschen, wo es lang geht und so, ja, du denkst, straight und dann fuck, ja. Die grooven einen so ein, weißt du, und dann hauen sie dir irgendwie den Boden unter den Füßen weg. Super. Was macht der da drin? Hier sehe ich nichts. So ein Affe. Guck dir das mal an. Ja, und scheiß, ein Affe. Wahrscheinlich ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ey, ganz fest, allein wie Sully jetzt so hier so, so weißt du, so diese typische Geste, die man immer macht, wenn man sich langweilt und wartet, ja. Woanders würde der halt rumstehen, genau, ja. Das ist genau das kleine, der kleine Unterschied. Ich glaube, du musst noch weiter, weil letztendlich, da kannst du ja nicht viel ausmachen. Tatsächlich. Das ist mir beim ersten Mal wirklich gar nicht aufgefallen. Weil ich da wahrscheinlich gerade wieder auf dem Klo. Du hast einfach zu wenig kriminelle Energie, weißt du? Nee, ich dachte halt so, ja, ich dachte, der hat einen Schlüssel. Also muss ich zu ihm und den Schlüssel, weißt du so. Mhm. Das war schon richtig, was ich gedacht habe. Oh hier, da siehst du richtig die Hitze da. Ja, der leichte Hitzeeffekt, genau. Das ist jetzt auch nichts Besonderes mehr, aber warum nicht? Ist doch schön. Macht's nicht schlechter. Oh, da sieht's auch schön aus, finde ich.
Ich muss immer an den Zug denken. Oder nee, war das ein Zug oder ein Bus? Nee, nee, es war ein Zug, oder? Am Anfang von Teil 2, wo du in dem, wo du die Klippe runterhängst. Das war ein Zug. Was war das denn? War ein Zug, gell? Ja. Super. Ist für mich einer der geilsten Anfänge auch so. Ah, guck mal, ich hab die... fängt ja gerade an und dann dreht sich das Bild und du merkst, du hängst völlig schief. Schatz, oh. Muss ich auch mal sagen, ich finde es echt schade so. Es funktioniert einfach nicht so, wie sich das Sony gedacht hat mit ihren Erfolgen und den Schätzen und der ganze Klumpertsch. Ja. Das interessiert niemanden. Ja, das ist nicht ganz so gut gelöst wie bei Microsoft, bei Xbox, finde ich. Das ist schade. Ja, das System ist ja, glaube ich, auch patentiert, oder? Wahrscheinlich darfst du das gar nicht kopieren, das Erfolgesystem so. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, deswegen haben sie es so anders gemacht bei Sony. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss man leider sagen, dass das Trophäensystem von Sony funktioniert nicht. Es lädt zu lange. Überhaupt, wenn man die nur mal angucken will, muss man immer erst mal eine halbe Minute noch warten. Und das ist einfach schwierig. Wenn du von einem Kumpel die Trophäen angucken willst, musst du auch warten. Das dauert irgendwie zu lange. Also mir. Und das finde ich tatsächlich auf der Xbox ein bisschen leichter. Aber wir sind keine Fanboys. Wir spielen beides. Wir haben beide Konsolen, gell? Weil wir reich sind. Natürlich, wir sind sehr reich. Wir sind nicht so arme Schweine wie ihr. Guckst du mich dabei an? Nein, ich schaue in die Kamera und versuche, ernst dabei auszusehen. Das ist deine größte Rolle. So. Hast aber geschickt gemacht. Bitte lass es hier. Ich möchte das auch mal wieder hoch. Können wir sich denn bitte mal fallen lassen? So, da muss ich lang, alles klar. Okay. Aber jetzt sag nicht, dass ich hätte oben lang balancieren müssen. Ach. Viele Wege füllen nach oben. Alrighty. Was war denn nochmal die Renntaste? Kann ich das irgendwie. Also. Ah, da hinten. Ja. Ey, mit Weibchen, oder? Ah, das ist die doofe Kuh von eben! Das ist die doofe Kuh von eben. Wenn ich die jetzt aus dem Weg räume, dann kann die doch in der Zukunft gar nicht mehr da sein. Ja, aber das funktioniert ja nicht. Ich muss irgendwie an diese Geldbörse kommen. Na, Kinder, schaut zu und lernt. Warte mal. Die müssen hier lang sein. Okay. Sie ist in seiner Tasche. Jetzt, oder? Da. Ja. Er bemerkt mich und wir werden Freunde. Jetzt hätten wir noch etwas Zeit. Ich hab schon so eine Idee. Was? Ja, es ging aber schnell. Ja. Ja. Unaufmerksam, ne? Man sollte meinen, in dem Land wird häufiger was geklaut. Das sieht so aus wie so ein. Mhm. Eins von den Klauländern. Ja, eins von diesen Klauländern. Ha! Wo kommt der jetzt? Immer hübsch langsam, Jungchen. Lass mich los! Hab ich mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Jungchen. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja, wohl kaum. Na gut, wechseln wir das Thema. Also das Klauen hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar. Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Was? Ich vermiss noch was. Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei, hm? Mach doch. Aber die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du hältst dich wohl für einen ganz Ausgebufften, ne? Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Der ist trotzdem noch 2 Meter größer als du. Hast du gerade diese Geste bemerkt? Mit diesen. Fick dich! Ja, aber das macht er jetzt immer noch, weißt du? Das ist so eine. Es ist so ein bisschen seine. Das siehst du, das man ist. Man so, erkennt ihn, ja. Genau, man erkennt ihn. Das auch das. Der Stil, weißt du, der läuft und so. Er ist immer Junge geblieben. Ja. Von wegen viel zu vorhersehbar, hä? Okay, jetzt gehe ich da hin und natürlich weiß der andere Typ, dass ich da jetzt hingehe, sonst hätte ich mir den Schlüssel nicht geklaut. Und war es ist ihm sicher aufgefallen, dass der Schlüssel fehlt. Ja. Jetzt krabbel ich da hin und ich weiß eh, dass ich den nicht krieg. Obwohl doch, ich habe ihn ja. Natürlich kriege ich ihn.
weiter geht's. Aber es ist echt irgendwie schade, weil es ist schon, ich weiß, ich bin da echt ein Meckerer und so. Und ich finde die deutsche Synchro wirklich gut. Wie gesagt, versteh mich nicht falsch, die Hauptcharaktere sind alle gut. Mhm. Der Junge ist okay. Was mir jetzt, wenn ich im Vergleich das einfach mal sehe so und noch ein paar Sprüche im Kopf habe, was mir auffällt ist, und dass teilweise die Übersetzung nicht lieblos ist, aber nicht so ganz passend. Also dieses, du bist so vorhersehbar, ja, was er, glaube ich, im Original sagt, war... Oh, oh. Ich wollte mich an die zweite Kante hangeln. Ja, super, hast gerade einen 12-jährigen Jungen getötet. Fühlt sich wohl, ne? Macht nicht Spaß. Schon wieder. Ja. Also was sie quasi sagen, ist sowas, was er sagt, you are texting all your moves. Also nicht texting, weil mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber wie Morsen oder so, weißt du? Also quasi du hast deine ganzen Moves schon irgendwie im Vorfeld irgendwie auf den Äther geschickt. Und das war einfach von der Wirkung her, wirkte das wie ein cooler Spruch, den man halt nicht so einfach sagt, sondern den, weißt du, ein cooler Spruch, wo man sich kurz überlegen kann, ey, wie kann ich dich cool beleidigen? Und hier heißt es halt, du bist viel zu vorhersehbar. Ist natürlich schwer zu übersetzen, aber ich finde, so einen flapsigen Spruch muss man auch flapsig irgendwie versuchen zu übersetzen. Ja? Das ist aber auch nicht schlimm. Ich will auch niemandem hier die Laune verderben. Das ist schon eine gute Synchro. Eigentlich nicht zum Aufregen. So. Denke ich auch. Jetzt hör ich auf damit. Man hat ja aber kann man ruhig auch mal sagen. Auf Englisch zu spielen. Genau, also und mach's ruhig mal. Spiel's ruhig mal auf Englisch mit Untertiteln. Kann man ja nicht viel falsch machen. Da sind wir wieder. Ey, es gibt wenig Spiele, die mich so in den Bann gezogen haben, dass ich kaum dialogfähig bin mit dir. Ja, du bist, weil man könnte auch einfach vielleicht sagen, dass du nicht so gut bist in Spielen und Reden, ja. Aber es macht Spaß, es ist schade. Ich habe mich echt ewig drauf gefreut. Ich habe den zweiten richtig abgefeiert. Dann freu dich. Deine Freude ist meine Freude. So. Genauso wie deine Freundin ja auch meine Freundin war. Für lange Zeit. Man teilt gern. Übrigens ist bald mal wieder Rotationswechsel, ne? Ja, aber dann kriegt ihr ja eh das. Ja. Ah. Jetzt ist er da, der Sully, tippt von hinten auf die Schulter und sagt, nee, Kleiner. Das ist meiner. Wow. Verdammt, Kleiner. Na, Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende, kleine Taschendieb? Die war schon immer eine bittere Sau. Bitter, die sieht aus Fotze. Wie so ein... Also das ist nur ein Wort. Die hat was von Paris Hilton, nur Paris Hilton nicht ganz so schöne Schwester. Auch nicht Nikki, sondern eine, die es nicht gibt, aber die könnte es sein. Das hässliche Entlein. Hui. Welcher Ring? Catherine! Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen Sie da? Er ist doch nur ein Kind. Schnappt ihn! Die Böse hat wie immer die besten Helfer der Welt. Ja. Zu viert keinen kleinen Jungen. Nein, ich bin nach oben gelaufen. War das vielleicht eine doofe Idee? In Filmen würde ich immer sagen, warum ist sie so doof und läuft nach oben? Es ja, aber du bist aber halt Nathan Drake. Aber du warst ein sehr langsamer Nathan Drake. Wie, das war's jetzt? Ich bin gestorben? Ja, versuch mal jetzt. Oh, jetzt läuft er auch noch nach unten. Ja, ich wollte es mal unten probieren. Mach die Tür auf! Oh Gott. Warte. Da ist noch eine Tür. Komm on, lauf doch! Was ist denn dein Ernst? Ich muss aber schon oben lang, oder? Ja. Aber nee, jetzt ist es zu spät. Nee, du schaffst es. Du schaffst es noch. Nee, du schaffst es nicht. Wie? Ich hab doch jetzt überhaupt nichts falsch gemacht. Mach doch die Tür auf! Ach, ich muss da hochhüpfen. Jetzt sehe ich es. Ich sehe, was für ein Spaß es ist, wenn man selbst nicht spielen muss. Okay. Aber erzähl mir nicht, dass du das nicht beim ersten Mal. Alter, ich bin bestimmt 6 Mal da oben gelandet. Und selbst als ich wusste, wie es geht, habe ich immer noch 2 Versuche gebraucht. So. Ja, aus genau dem Shit nehme ich raus, weil es dann doch eine Ecke länger dauert, als man denkt. Nee, ich bin super gut. Ja. Ach du Scheiße, das ist. Doch das erste Kletterrätsel gelöst. Ja, ich sehe schon, ich dachte, ich bin jetzt meine Häscher los. Ja. Und tschüss. Yeah, baby! Weiter geht's! Ich bin Nathan Drake! Keiner hält mich auf! Nein, da gibt's noch eine. Ich dreh durch. Ey, wie hat der das denn bitte gemacht? Hallo? Der kam irgendwie aus dem Nix, ja. Ja, der kam offensichtlich aus dem Nix da.
Daumen ist einer rechts. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja, aber zwei sogar. Ja, aber ich war, ey, der hat mich nicht erwischt. Ich bin da schon häufiger weggerannt vor älteren Herren. Lauf ich jetzt immer hier lang. Aber manchmal hast du dich auch anlocken lassen und bezahlen lassen, ja, hab ich gehört. Aber das, da ist auch nicht nötig. Ja, das ist. Gut. Ha! Geh weg dann. Du, jetzt wird's lustig. Lauf, lauf, lauf! Das. Da ist doch, ich habe doch gesehen, da ist doch diese Holzlatte, da muss ich doch... Ja, eigentlich ist es ja easy. Es ist wirklich nur ein Timing-Problem. Manchmal schafft man es einfach jetzt nicht. Oh, da ist eine Tür. Wahrscheinlich nicht durch die Tür. Nein, nicht durch die Tür. Ist aber schön. Oh, es ist wirklich, für mein Ego ist es sehr befriedigend zu wissen, dass du auch hier hängst. Weil ich dachte mir, Alter, du bist so schlecht, als ich das gespielt habe. Du bist zu blöd für Uncharted. Lauf doch jetzt, springen! Das ist kein Wettrennen. Nein, das ist überhaupt kein Wettrennen. Nein, ihr müsst nicht synchron rennen. Es geht um schneller sein. So, jetzt komm, Baby, komm. Ich hab schon wieder vergessen, wo ich jetzt hier gleich lang muss. Hier lang auf jeden Fall, hier rüber. Immer den komplizierten Weg. Das ist wahr, im Zweifel den komplizierten Weg. Nein. Okay. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Wie Hase und Igel. Oh, hier, Dings hilft dir ein bisschen, Sally. Ist mir egal, ich brauch keine Hilfe. Ich bin 12. Das ist wahrscheinlich was, was er auch sagen würde, ja. Ha! Gut. Baby, weiter geht's. Schneller. Einfach mal wahllos irgendwo rumhüpfen. Schnell, 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 schnell. Nein, das ist keine Tür. Falsch, falsch. Nein, falsch. Nein, warum? Es ist eine Freude. Ja, es ist natürlich extra so gemacht. Das meinte ich vorhin so. Du denkst, okay, es ging jetzt 10-mal geradeaus, ich muss weiter geradeaus. Oh, der hilft mir. Ja, schnell, nice. schnell. Ich sag ja, der hilft mir. Ist mein bester Freund. Kerl, dein bester Freund, dein einziger. Ja. Und damit hat er jetzt und später. Wie sonst? Ja, was? Jetzt hast du es ja fast. Nice. Wuhu! Oh nein, die Regen drin. Ich muss mir jetzt denken, der Typ ist wie alt? 10, 12? Was für ein rücksichtsloser Penner eigentlich. Seinem Leben gegenüber auch. Was der dafür für eine Action ist macht. Ist noch nicht vorbei. Tut mir leid, ich bin immer noch. Weißt du, was mir hier übrigens ein bisschen, was man noch machen könnte? Wie bei Mirror's Edge, dass man sich so abrollen muss und so. Weißt du, dass man ein bisschen mehr aktiv eingreifen muss in die. Weil das ist ja doch, sobald man den Weg kennt und so, relativ... Ah, das habe ich extra gemacht. Das war gut, ja. Du kannst das auch mit anderen Sachen noch machen. Aber man kommt irgendwie selten dazu. Man ist zu sehr beschäftigt mit Abhauen. Oh, das dauert ja ewig. Da Sully muss ich... Was hast du jetzt gemacht? Du wolltest gar nicht. Okay, offensichtlich. Ja! Das wäre lustig gewesen. Aber war das nicht der Weg? Ich muss doch bestimmt Sully hinterher. Oder muss da hoch. Nee, da hoch. Okay. Ja, ist schon ein bisschen Try and Error. Kann man da ist sagen. Die Lampe dagegen. Nein, ich wollte doch nur gegen die Lampe sitzen. Also gegen die. Naja, ich hab. Lampenpfahl. Aber man kriegt halt, es ist halt auch, du bist halt total unter Adrenalin. Ja, das ist er doch in Wirklichkeit auch, das sollst du ja sein. Stimmt. Er macht's halt. Als Junge besser als du als Erwachsener. Oh, und was passiert jetzt? Das war klar. Nein, ich bin zum Glück noch weggekommen. Man kann es echt jetzt schon schießen sehen. Die auf mich. Das ist ja, was für Bastarde, gell? Ich meine, du bist ein kleiner Junge. Das macht man einfach nicht. Nein, Direkt mit 10 schon seinen ersten umgebracht. Nee, wieso spoilst du mich? Nein. Der Typ, der gerade runtergefallen ist. Ja, okay. Ups. Hat sich sicher nur einen Finger, Fuß verstaucht. Alles okay. Ist das der Typ von vorhin? Wovor hast du denn Angst? Könnte sein, gell? Der dumme Lakai von der dummen Alten? Schließ einfach die Augen. Es wird nicht wehtun. Ah, wie müsst ihr das Dings von... Also, klar. Das war wirklich geil, ja, aber was willst du auch machen? Na komm. Bist du okay? Jetzt haben sie alle Zeit der Welt auf diesem einen Dach. Ja, die haben die offensichtlich abgehängt, ne?
Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Ich habe sie alle umgebracht, alle 20. Na los. Deine Sache, wenn du nicht willst. Was willst du von mir? Ein Dankeschön wäre nett. Ich habe dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Ja. Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal. Nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt kennen wir den Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben, keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Sag mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst getan. Danke. Was steht da? Parvisum. Sic Parvis Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wäre noch nett ausgedrückt. Okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stelle keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Ja. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe 6 Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte 1 Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß? So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun? Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komme auch alleine klar. Ja, sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. Und das war's.
Okay, Jungs. Oh. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sully, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Na, war's für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm. Hm? Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ihnen einfach in ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Ey, das ist doch ein super Auftakt, oder was? Das ist ein super Auftakt. Wie viel haben wir denn noch an Zeit? Ich weiß nicht, was sagt er um die Uhr? Wo ist denn die Uhr? Da auf der Cam. Da ich nicht weiß, wann wir angefangen haben, kann ich jetzt nicht sagen. Wolltest du eigentlich auch mal spielen? Ich habe jetzt die ganze Zeit gespielt. Also du kannst ganz ernst, mach es, weil ich habe es eh alles gesehen. Ich muss auch niemandem da draußen beweisen, dass ich einen Controller bedienen kann. Deswegen, ich guck's mir einfach an und wir quatschen. Alrighty. Ach ja, ein schöner Auftakt. Ich weiß auch nicht, ich bin noch nicht nochmal zurückgekommen zum jungen Drake. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob es dabei bleibt oder ob die noch mehr so Überraschungen haben. Bisher fand ich es einfach nur cool. Geil ist auch so, wie alle schon wissen, okay. Wollte ich gerade sagen, wie alle wissen, ja, er klettert eh immer rum. Weißt, er ist der Kletterer. Komm, lass ihn erstmal klettern. Ich wette, egal wie lange du da wartest, die lassen dich das erstmal. Genau, exakt. Es ist nur irgendwie, weißt du, ich habe das Gefühl, er ist wirklich einfach nur der Muscle in der Gruppe. Dabei weiß er ja eigentlich alles und ist auch viel smarter als alle anderen. Aber sie benutzen ihn immer nur als den Rumkletterer. Hä? Kreis, 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 Kreis. Ach so, ich hab gedrückt halt. Guck mal, was für Arschgeigen. Du musst so alleine das Ding in drücken. Ja, oh danke, Leute. War super von euch. Komm schon. Soll ich dir wahrscheinlich wieder irgendwelche Türen aufmachen? Nee. Also okay, sie kommen hinterher, ja. Okay. Ich möchte gerne hier mal kurz. Geht leider nicht. Oh, ich war mal laut. Ey, wir können auch gar nicht so viel reden, weil du besser auf deinem Reise. Gerne, nichts dagegen. Wenig Arbeit für uns. Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Wie ist es? Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hä? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Das finde ich cool. Und du hast die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Na, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Ja, ich dachte nur darüber nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Ey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Hab ich's nicht gesagt? Na, komm schon. Das ist gut, wie sie auch reagiert und so. Das ist, ja. Und dass sie Bezug nehmen auf eine Sache, die vor 4 Minuten gesagt wurde oder so. Ja. Dass man dem Zuschauer das zutraut, dass er sich da noch dran erinnert. Damit überfordern die einen schon fast. Ja. Ne? Ja. Ah, okay. Ja. Ich sehe schon, worauf das abbricht. Jeder mal, Jungs. Irgendwo ein rostiges Rohr, das vielleicht bald abbricht. Ja, kletter einfach mal hoch. Würde ich ja nicht machen ohne Handschuhe und Schuhe. Ach, der kennt das doch. Und der weiß, im Zweifel biegt sich das nur und kommt kurz, kurz vorm Boden zum Halten. Was? Ey, was ist das? Super, hast dich zu sehr drauf verlassen, ne?
Ja, hat sich das war der Fake, wo du gesagt hast. Ja, es gibt mehr so Sachen. Das ist ja ein alter Schwede. Also doch einfach nur die Tür? Nee, du hast es schon richtig gemacht. Aber du hättest sie nicht drauf verlassen sollen, dass es so hinhaut. Ach, das biegt sich gleich wieder zurück. Da sehe ich doch schon mal links was. Muss ich hier einfach ein bisschen beeilen. Spring jetzt! Ich hab gesagt, spring! Okay, komm schon. Jetzt machen sie sich Sorgen. Ja. Hätten sie einfach mal gesagt, nee, komm, lass es, sieht nicht gesund aus. Das ist es nicht wert, gehen wir nach Hause. Oh, das sind aber irgendwie Zacken. Fiese Zacken, ja. Aber selbst die sehen gut aus. Selbst die haben irgendwie einen coolen Style. Ja, die sind auch alle individuell. Guck mal, die sind immer... Das kriegt Uncharted voll gut hin, ja. Dieses echte... Im Sinne von, jeder Stein sieht anders aus. Genau. Das ist eine ganz wichtige Sache und das können die wenigsten. Ja, die haben jeden Zacken einzeln irgendwie modelliert. Das ist unglaublich. Oh, hier, das ist auch Wahnsinn, oder? Schön. Was soll das? Ich hab mich auch gerade original. Ich habe keine Ahnung, welche Stadt das vorhin war. Ich habe nicht hingeguckt. Guck mal, dieser hier, dieses, was ist das da? Diese Zigarette. Ne? Das gedrehte, ja. Zigarre wollte ich sagen. Was ein Raumschiff aussieht, wie ein Oldschool-Raumschiff. Ja, genau. Das ist doch bestimmt ein Wahrzeichen. Das habe ich neulich in einem anderen Film gesehen. Aber dieses Gebäude kann ja auch einfach nur ähnlich aber aussehen. Aber kann das nicht London sein? Da mit diesem Tower Bridge? Ja, eigentlich muss es ja London sein, gell? Das ist bestimmt London. Haben wir ja gewusst. Haben wir alles gewusst. Wir sind so gut, wir sind so Globetrotter. Oder was auch immer. London. Globetrotting at its best. Für 39 Euro mit irgendwie hinfliegen. Ach. Mach den mal, aber nicht da rankommen, sonst machst du ihren Empfang kaputt. Ja, genau, Entschuldigung. Ja, also das geht ja schon mal nicht, ne? Warte mal, da gehe ich nicht rein. Ich sag mal so, ja. Ich muss doch hier wieder runter. Vorher war es richtig, genau. Ja, und dann da wieder hinschauen. Ja, sieht vielleicht aus wie ein halsbrecherisches Manöver und das ist es auch. Yay. Yeah. Ach ja, ich mag den Kerl. Ich liebe es auch. Schön. Tollpatschig. Er kriegt auch oft genug auf die Nase. Er hält einfach unglaublich viel aus. Ja. Er hat gute Nehmerqualitäten, ne? So ein bisschen wie Homer Simpson. Ja. Oh Gott. Schubst du ihn da drin? Und die nächsten Rohre an der Wand. Moment mal, wo ist das? Ja, da oben wahrscheinlich, ne? Okay, warum gibt es hier ein zweites unter mir? Weil... Da war das Rohr zu Ende. Ich hab's nicht gesehen. Das ist original. Weil es so dunkel war, gell? Ja, weil es ein paar Zentimeter kürzer ist. Original, guck mal. Ja, ich weiß. Das ist ja eine Frechheit. Ich bin original da, genau in diesem Abschnitt. Da habe ich mich fallen lassen. Ich bin da auch gestorben, wenn es sich freut. Ja, das ist einfach eine Frechheit, ist das doch. Also da ist. Ne? Jetzt weiß ich aber nicht, wenn du dich von hier fallen lässt. Nee, genau. Das ist nämlich. Und das ist noch ein Rohr. Kann man das nehmen? Ja, ich glaube, du musst da lang. Oder kamst du daher? Nö, kamst du nicht her. Nein. Da komme ich jetzt hier auch. Vielleicht ist auch nur ein Schatz. Ich hätte mich wahrscheinlich doch fallen lassen können. Ja, diese Schatznummer. Also das sind doch so viele. Ich weiß nicht genau, was die Motivation ist, ob die dann sagen, man spielt es nochmal durch und macht es dann für die Schätze oder so. Aber so richtig motiviert hat mich das nicht, das da Ausschau zu halten jedes Mal. Ja, sie sind auch, die man findet, sind oft sehr... deutlich versteckt. Ach komm. Ja. Das meine ich ja. Das meine ich. Das ist mir auch passiert. Nicht gecheckt, ab wo man jetzt runterspringen kann. Ja, die sind so deutlich platziert immer. Ich meine, du weißt eigentlich, okay, Abzweigung, links ist wahrscheinlich der Schatz, rechts ist der Rest der Mission. Das macht es ein bisschen vorhersehbar und ja, es ist halt cool für alle, die so die Items sammeln wollen, aber im Grunde ist es eigentlich vernachlässigbar. Ja, genau. Finde ich. Ja, finde ich auch. Macht sicher auch Spaß, wenn man sich damit befasst, so, aber, ja, aber ich habe es nie gemacht. Man kriegt jetzt auch irgendwie, glaube ich, nichts Krasses dafür. Also man kann auch, also im Spiel selbst hat man dadurch nichts. Das stimmt, ja. Es bringt einem so richtig nichts. Außer halt die. Ja, und da beißt sich ja, finde ich, die Katze in den Schwanz. Es macht nur Sinn, um seinen Gamerscore quasi hochzutreiben, seine Trophäen. Nur letztendlich guckt es eh keiner an, weil es so lange lädt. Ja? Und weil man nicht dasselbe Online-Feature so ein bisschen hat wie bei Xbox. Warte mal, also da... Das ist eine gute Frage. Jetzt, du könntest dich eventuell da festhalten, aber ja, du aber kannst auch auf eine Kiste oder so springen. Ja, aber das... Guck mal, ich weiß... Das reicht. Eben bin ich verreckt. Ich glaube, der Fenster-Sims ist so schräg, das bringt nichts.
Warte mal, von da komme ich aber auch. Außerdem, da wo der Schatz ist, ist nie der Weg, wo es weitergeht. Muss ich nicht eigentlich nach da hinten? Also du musst auf den Boden, so viel kann ich dir sagen. Aber wo ihr jetzt genau... Was, also da ist jetzt hier so eine Kiste, ich probiere es einmal, bevor ich jetzt hier 10 Minuten rumwarte. Nee, das war nix. Ja, was? Wirklich? Er ist leider tot. Vielleicht... Das mit dem Fenster war ja auf jeden Fall ein guter Anfang schon mal. Kannst du vielleicht auf die andere Seite? Das könntest du machen. Da, drüber klettern, auf der anderen Seite runterklettern. Ah ja, warte mal, das ist eine gute Idee. Yay! Aber du hast es ja auch erst einmal gespielt. Die besten Ideen. Nee, aber ich wusste es echt nicht. Nein! Oh, ich wollte gerade sagen. Oh, ich, oh. Da ist ein Holzstapel, ja, genau. Für einen Moment dachte ich, ich wäre da schon wieder. Und vorher aber noch auf, das, ja, auf den Sims. Plumps. Perfekt. Plumps. Yeah! So, Problem ist, der ganze Shit ist leer. Und eigentlich sollte da jetzt ja ein dicker LKW sein. Also das sieht mir schon mal so aus wie was, wo man hochklettern kann. Weißt du, solange... entweder ist es der Weg oder es ist der Schatz. Schatz, ja. Aber es lohnt sich immer. Da ist ein Schalter. Schalter sind auch immer gut. Nein, er will nicht geschaltet werden. Hier ist eine Tür. Da, was war da? Da. Hallo? Ich glaube, du musst das Tor aufmachen. Aber da hat doch gerade ein Dreieck geblinkt. Da. Ja, aber dann merkt er... Achso, ach, jetzt sehe ich das. Okay, es war zu dunkel. Er kriegt so auf, alles klar. Helft mir mal. Ja, bin da. Ah, okay, da sind die reingefahren, genau. Ich und dadurch, dass sich da sind, gibt's doch wahrscheinlich nicht. Verdammt! Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Der Geheimnis. Nee, wir vergeuden hier Zeit. Wo die Illuminaten seit 2000 Jahren. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Du kennst schon, deine Serien. Die sind einfach verschwunden, okay? Ich muss eine Erklärung geben. Wie ich meine Frau kenne. Schauen wir uns doch mal hier um. Ja, sie waren hier. Ich riech doch noch die Abgase. Naja, man sieht ja auch die Reifenspuren. Mhm. Didim. Alles klar. Das heißt, da ist ein lockerer Stein. So, der andere muss auf den anderen wahrscheinlich. Jetzt muss ich erst darauf gehen, damit er merkt, dass er dem anderen sagen muss, er muss da auch raufgehen. Hm. Können mir vielleicht mal einer helfen oder soll ich jetzt eine Kiste darauf stellen? Nee, das musst du nicht. Aber warum sie es gerade nicht merken, schließt sich mir auch nicht. Ah, okay, ich muss vielleicht erstmal. Reifenspuren. Ist das Rätsel noch nachlösen? Das ist für die anderen mitlösen, ja. Leute, so sieht's aus. Warum wir zu 14. So, können wir dann? Ah, jetzt. Oh, guck mal, es bewegt sich. Hey, seht mal. Können wir? Jetzt? Hallo? Muss ich jetzt mir alle vier angucken, oder? Nee, ist eigentlich schon richtig, du musst nur vorne hingehen, genau. Ich glaube, du musst vorne rangehen. Nee, die andere steht da, also muss ich... Doch. Ja. Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. 4 Reifen, 4 Kontakte. Das ist lustig. Das, du stehst da. das dümmste Rätsel, ja, wie sie es gerade noch mal für alle aufdröseln. Ja. Achtung, so funktioniert es. Alles klar, bei 3, okay? 1, 2, 3. Und? Das muss es jetzt aber sein. Ich kenne das Rätsel Lösung und sag's dir nicht. Nicht. Okay, sehen wir uns mal einmal um. Ist interessant, wie du es geschafft hast, dich komplett falsch umzusehen. Ich habe mich einmal. Achso. Ja, nee, du hast dich einfach genauso, wie man sich nicht umsehen sollte. In diesem Moment hast du dich umgesehen. Das muss dir als Tipp genügen. Okay. Ich gucke nur sie an. Nee, meinst du das? Nein. Aber guck mal, wie sie auch die Hand, Das ist geil, gell? Sie sich vor dem Licht schützt. Er ist knallhart, sie... Da oben sind so... Nee. Nee, doch, okay, er ist auch nicht knallhart. Nee. Sully bestimmt. Nee, ach, alles Weicheier. Ja, okay, warte mal. Ja, du bist ja schon fast... Na? Da? Wie sieht so ein Auto aus? Groß. Da, ja, 4 Räder stehen auf dem Boden. Ah, jetzt habe ich es gerafft. Etwas fehlt aber noch. Ja, nämlich, hier waren noch Reifen da hinten. Ich dachte, ich kann die Reifen nehmen. Und nee, das wird schon okay. Also Reifen, Auspuff. Check. Ja. Auspuff, unnötig. Was ist vorne? Eine Stoßstange. Weiter oben.
Das Führerhaus. Weiter unten und es gibt zwei davon. Ich kann dir nicht, also ich meine, du guck dich einfach um, dann hilft dir das Spiel schon. Was soll denn, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, sag ich ja, guck dich einfach um, so wie es hier unten steht. Du musst ja auch vor allem digital oben drücken erstmal. Mach doch so, wie es dir das Spiel sagt auch. Ja, aber das Spiel hat mich auch eben gerade noch 5 Minuten, nachdem ich das Rätsel schon erkannt hatte. Ja, sorry, keine Ahnung. Guck dich einfach einmal ganz um. Okay. Da ist nichts. War da was? Doch, da war was. Du meintest, da ist was. Eine Plane? Holz? Ladung? Guck jetzt doch mal an, was du gerade gemacht hast. Mach dasselbe nochmal. Ich leuchte dagegen. Mach dasselbe nochmal. Okay. Nein, nicht da. Ja, mach dasselbe nochmal, was du eben gemacht hast. Und achte mal drauf, was passiert. Schatten? Ah! Alles klar. Ja. Hä? Ach, Licht. Oh, jetzt raff ich's. Okay, du meinst die Scheinwerfer. Naja, ich okay. Hätte es auch sagen können, aber dann wäre es ja irgendwie der Spaß weg. Du willst mich ein bisschen vorführen, damit du... Nein, ich will einfach nur... Ich will dir helfen, ohne dass ich dir das Rätsel verrate. Ja, okay, das ist schon... Du hast halt wirklich geguckt und an der Stelle, wo es... Bist du nach unten, nicht nach links und nach oben. Ja, und beim nächsten Mal hast du dich überall umgeguckt, nur nicht da. Ich muss dir doch irgendwie helfen. Ah, damit habe ich auch echt nicht gerechnet. Ja, gell, bei mir war es auch durch Zufall. Guckst halt um und dann plötzlich merkst du, okay. Du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein. Dem traue ich ja noch nicht, ne? Ich traue ja keinem, den ich im zweiten Teil nicht kennengelernt habe. Neun, ja. Ist ja schon, im ersten Teil auch ist ja schon Sully kurzzeitig so der Böse. Oder man hat das Gefühl, fuck, der hat mich verarscht. Ja. Aber auch da ist es halt der erste, man kennt die Geschichte. Genau, man kennt ihn noch nicht, genau. Im zweiten wusste ich schon, okay, der wird mich nicht verraten.